Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Rising Revengeance. Ja, wir sind beim letzten Boss, Senator Armstrong, und ich würde sagen, wir steigen direkt mal in den Fight ein. Ich habe einfach wieder Pause gemacht, weil der Checkpoint genau am Anfang des Bosskampfes gesetzt war. Und dann geht's auch mal los, würde ich sagen, mit dem Endboss des Spiels. Und auf jeden Fall dem definitiv schwersten Boss des Spiels. Ich habe, muss ich zugeben, ihn offscreen ein bisschen geübt. Weil dieser Boss hat es wirklich in sich. Ich hoffe, ich schaffe ihn jetzt wenigstens, nachdem ich es geübt habe. Aber ich verkacke schon direkt wieder. Komm her. Ah, verdammt. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Ja, das Einzige, was ich auch noch gemacht habe, ist halt mir den Ausweichmove gekauft. Oh. Ja, und diese Attacke ist auch sehr ärgerlich, weil da verliert man sein Schwert. Ist vor allem dann später ärgerlich im Bosskampf. In meinem besten Versuch hatte ich ihn so auf 22%. Und ja, mal gucken, ob ich ihn jetzt schaffe. Viel fehlt mir nicht mehr. Ja. So, wir holen uns mal das Schwert wieder. Jetzt springt er da hoch und schmeißt mit Sachen nach uns. Und wenn er das tut, können wir die zerschneiden, aber das Zerschneiden ist, also ich finde es jedenfalls sehr schwer. Man kann ihn aber auch ausweichen. Whee! Genau. Dann landet er jetzt nochmal kurz und springt wieder hoch und schmeißt nochmal. Und danach bleibt er dann unten, bis er dann irgendwann mal wieder hochgeht und Sachen nach uns schmeißt. Beziehungsweise halt da seine Schrottteile von seinem Metal Gear. Den MG Excelsis, den wir ja so schön kaputt gemacht haben. Nein, du triffst mich nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Nein! Ja, ach nein, jetzt steht er hinten. Ja, und hier fängt er sich halt eben an zu heilen wieder. Und das muss man unterbrechen. Ich habe eigentlich geblockt. Aber ist egal. Wir machen das lieber normal. Ja. Wenn er übrigens da hochrennt oder da hochspringt, um diese Sachen nach uns zu werfen. Da starten wir direkt mal neu. Wenn er da hochrennt, um die Sachen nach uns zu werfen, dann sehr schön, die Attacke abgebrochen. Dann kann man die halt auch, und wir zerschneiden die erfolgreich, also er wirft insgesamt 3 so Schrottteile auf uns. Und wenn man die erfolgreich zerschneidet, bekommt man so Heilpakete. Wow. Nein. Okay. Er ist wieder oben. Na komm, schmeiß. Was? Schmeiß doch.
Ja, hier muss man gucken, dass man gut blockt. Und das ist jetzt das Schlechteste, was mir passieren konnte. Weil wenn er sich jetzt heilt, müssen wir erstmal unser Schwert wieder aufheben. Denn man kann das, die Heilung wirklich nur mit dem Schwert abbrechen. Allerdings will ich jetzt auch das Quicktime-Event nicht verkacken, weil das Schwert muss ich eh aufheben und, Heißt, das soll man so machen? Ja, genau das. Genau das. Komm schon, dass da mal diese Cutscene kommt. Okay, ich hab's noch einigermaßen schnell geschafft. Wow. Nein! Ach komm, ich stand doch dazwischen. Komm schon. Na komm. Der Junge kommt vom Feuer weg. Blöder Senator Armstrong. Nein, scheiße. Jetzt habe ich da das Ausweichen verkackt. Und jetzt geht er wieder hoch und schmeißt wieder nach uns. Jetzt könnte ich die Heilung gebrauchen, die man da kriegt. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen. Ich glaube nicht, dass ich den Try überhaupt noch schaffen werde. Weil das Zerschneiden geht nämlich so. Ja, wir gehen in den Blade Mode. Oh, und zerschneiden. Tatsächlich ein paar Sachen. Wow. Und er wird begraben. Puh. Und dann gibt's noch mal eine Heilsachen kriegen. Oh ja. Und ja, ich habe tatsächlich ein Heilpaket bekommen. Das ist doch geil. Ja, wie geil ist das denn? Das ist das erste Mal, dass ich das Zerschnippeln geschafft habe. Ich fand es mega schwer. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Ja, okay, er hat noch 66%. Wir haben noch eine HP-Leiste haben wir noch. Und da liegt noch ein Paket. Das muss ich mir auf jeden Fall holen. Wenn ich mir das hole. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, Leute, wir können den Boss packen. Oh nein. Aber nicht, wenn wir straight in seinen Kram reinlaufen. Da kommt Charge doch, hä? Na gut. Der eine sei ihm gegönnt. Ja, cool. Aua. Ja, drei haben wir noch. Wir sollten es aber nicht überstrapazieren. Komm schon. Ah. Nö, ist es nicht. So, wenn wir das jetzt nicht verkacken, dann hat er nur noch sehr wenig HP. Bam! Bam! 9%! Ich glaube. Ja, das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus! Ich kill dich, Junge! So. Nein, was macht er jetzt? Das hat er vorher noch nie gemacht. Komm schon. Ja, ich glaube, das war's, oder? Nee.
Jawohl! Stirb! Ah, X, 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 komm! Wow. Ich glaube, das war es. Well done, Jack. Your dream dies with you. Oh, maybe not. You've guaranteed the status quo will go on. For a while longer, at least. War will continue as an institution. As an industry. Men will fight for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. But at least I'll leave a worthy successor. You, Jack. You carve your own path. Use whatever methods you see fit. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Okay, ja, wir haben es geschafft. Komm mit Rank B, das geht natürlich besser. Aber jo. Puh, das war, ich habe es auch schwer durchgespielt. Und, yay, Standard Cyborg Body unlocked. High Frequency Moda Zama Blade unlocked, okay. Today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazbad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the War on Terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI military intelligence agency to be investigated. Unbelievable. After all that. For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. There he is. I had excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care, but this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know.
We're not running a charity here, huh? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade. Perhaps some discipline, eh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance, huh? No! Oh. Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kidding. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have me skin? Hang on. Just give me 1 second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? You same age as me, but all this spaceship? You're a genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Oh! Alert. Alert. Rescinded. This is about a crazy world, nah? For me, see that ninja? Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Ja, das war Metal Gear Rising Revengeance. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war sackschwer, es war brutal. Die Story war so, ja, ne, hat man schon mal irgendwie alles gesehen, aber ich muss sagen, sie war besser als, ich fand sie jetzt besser als immer so, ja, von dem Spiel gesagt wurde. Ja, und ich muss sagen, das Spiel ist seine 20 Euro, die es gekostet hat, beziehungsweise ich hab's direkt im Pre-Purchase gekauft, als es auf Steam aufploppte, und da war es auch noch im Sale. Ich habe dafür 13 Euro bezahlt, das war es auf jeden Fall mehr als wert. Hab mich richtig gut unterhalten gefühlt von dem Spiel und ja. Ich würde nochmal hier Schluss machen, es gibt ja noch andere Projekte, andere die noch laufen und so weiter und so fort. Und ja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bei einem dieser anderen Projekte oder eben auch nicht oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Und mach dann hier mal einen kleinen Cut und sage Tschüss, bis dahin.